80 in die Zukunft reisen mit Remote Viewing. Hallo und herzlich willkommen zu Ostfriesen-WG. Letzte Woche Freitag haben wir darüber gesprochen, wie ihr aus Kastanien Seife herstellen könnt und aus Eicheln Mehl, wobei ihr Eicheln nur verzehren könnt, wenn ihr sie vorher geschält, von der Schale befreit habt und alle Gerbstoffe ausgeschwemmt habt. Heute am Freitag, den 9.12.2022, reisen wir in die Zukunft, ins Jahr 2030, 2035, 2039, 2040, 2050, 2055, 2060, 2070, 2075, 2080 und 2100 mit Hilfe von Remote Viewing. Fangen wir an, los geht's! Was Remote Viewing ist und wie es funktioniert, haben wir eigentlich ausführlich erklärt unter der Playlist Magie, das Video Remote Viewing und 14, das Leben nach dem Tod. Aber für diejenigen, die dieses Video nicht kennen, werden wir kurz die Herkunft von Remote Viewing erörtern, bis wir die Zeitreise antreten. Die Technik Remote Viewing wurde in dem Geheimprojekt Stargate 1978 von der amerikanischen SRI International entdeckt. Die ersten Experimente starteten an der SRI International von 1972 bis 1975, bis die CIA und weitere amerikanische Instituten Interesse zeigten. Aufgrund der hohen Erfolge wurde ein Antrag gestellt für mehr Personal. Es wurden 6 Personen für dieses geheime Projekt ausgewählt. Einer unter ihnen war Joseph McMonagall, besser bekannt unter dem Namen Remote Viewer Number One. Er begleitete dieses Projekt Stargate für 17 Jahre und machte dabei erstaunliche Entdeckungen, bis es 1995 beendet wurde. Warum dieses Projekt beendet wurde, wurde geheim gehalten und unter Verschluss. Dieses Projekt galt in den 70er Jahren, also in den 17 Jahren, als sehr zuverlässige Quelle für alle amerikanischen Institute, für die innere und äußere Sicherheit, aufgrund der hohen Erfolgsrate. Joseph McMonagall war weiterhin als Forscher und Berater im Bereich Remote Viewing tätig. Er schrieb 1998 das Buch Ultimate Time Machine. In diesem Buch fasst er alle Zukunftsprognosen zusammen, die er während der Zeit im Stargate-Projekt und danach gesammelt hatte. Alle Inhalte dieses Videos beruhen zum größten Teil auf seinem Buch Ultimate Time Machine. Sein Buch reist noch weiter in die Zeit, als wir es gleich tun, und ist noch ausführlicher. Wer Interesse an diesem Buch hat, kann es im Internet oder in einer Buchhandlung bestellen. Aber ich glaube, es ist nur auf Englisch.
Genug geredet. Steigen wir in die Zeitmaschine und reisen wir als erstes ins Jahr 2030. Bis 2030 gibt es durch die Wirtschaftskrise kaum noch Banken. Auf der ganzen Erde. Sie werden von Kreditgenossenschaften auf lokaler Ebene ersetzt. In Amerika existieren nur noch 4 Großbanken. Ab 2030 werden mehr und mehr elektronische Bücher entwickelt und die normalen Bücher sterben aus und werden nur auf Anfrage gedruckt. Eine Maschine wird ein Text oder Dokument auf einer smarten Brille übertragen. Ein Lehrer kann dabei auf seine Tafel schreiben und diese Inhalte werden auf die Brille des Einzelnen übertragen und gleichzeitig abgespeichert. Reisen wir nun ins Jahr 2035. Ab 2035, durch das Ansteigen der Weltbevölkerung, kommt es zu großen Engpässen in den Industriestaaten der Nahrungsmittelbeschaffung. Bis 2035 gibt es Highspeed-Züge, die Mono-Rail-Systeme, die einer Geschwindigkeit von über 500 Stundenkilometer fahren. Diese Mono-Rail-Systeme gibt es bereits schon in anderen Ländern wie zum Beispiel China. 2035 expandieren sie in die großen Städten wie Miami, Atlanta, Los Angeles, Las Vegas, Boston und Washington, die miteinander verbunden werden. Bis 2035 hat sich auch die Flugtechnik verändert. Die neue Technologie macht das Reisen schneller, da die Flugzeuge mit Ultraschallgeschwindigkeit fliegen. Ab 2035 wird das Human-Genom-Projekt fertiggestellt. Dann ist es möglich, Genstrukturen in den Nachkommen einzusetzen. Das bedeutet, dass Genstränge für Intelligenz, Stärke, Größe, Haarfarbe, Augenfarbe nach Wunsch der Eltern verändert werden kann. Ab 2035 geht es aber überwiegend darum, die genetischen Defekte zu entfernen und die Zeugungsfähigkeit wiederherzustellen. Dadurch die Genmanipulation in den 2020er Jahren von Gemüse, Fleisch und Impfung der Menschen das Problem bei der Zeugung von Nachkommen und damit den Fortbestand unserer eigenen Spezies bedroht, reisen wir weiter ins Jahr 2039. 2039 wird die Expansion der menschlichen Rasse zum Erliegen kommen, da die Nahrungsmittel ausgehen. Reisen wir weiter ins Jahr 2040 und schauen wir, was uns da erwartet. 2040 werden 2 Spezies von Schildkröten ausgestorben sein. Folge der Überfischung der Weltmeere. 2040 werden die Händlerräume um 90% kleiner gestaltet, wegen Reduktion von unnötigen Ressourcen, Vermeidung von Abfällen und Senkung der Lagerungskosten. Bereits heute können wir sehen, dass durch die Digitalisierung viele Hersteller ihre physischen Läden schließen und ihre Kunden direkt beliefern können durch die Online-Geschäfte. Nun reisen wir 10 Jahre weiter ins Jahr 2050. Mal sehen, was uns da erwartet. Bis 2050 wird die Weltbevölkerung auf 10 Milliarden angestiegen sein. Dieses ist die Maximalgrenze, um so viele Menschen zu füttern. Ab 2050 wird die Produktion von Nahrungsmitteln einen zentralen Stellenwert einnehmen. Laut McMonagall gibt es nur 2 Möglichkeiten, etwas gegen die Überbevölkerung zu unternehmen, damit genug Nahrungsmittel für alle vorhanden sind. Erstens durch kriegerische Auseinandersetzung. Oder zweitens durch eine globale Geburtenkontrolle. Die aktuelle Weltbevölkerung wächst um 0,8% im Jahr. Das sind ca. 80 bis 100 Millionen Menschen. Um dieses Szenario weiter nach hinten zu verschieben
Um bessere Lösungen zu finden, bräuchte es eine sofortige Reduktion der Geburten von 10%. Es gibt bestimmt eine friedlichere Lösung als Massenimpfungen oder Kriege. Für die weltweite Beschaffungsmaßnahmen an Nahrungsmitteln werden Wälder gerodet, für die Ackerlandschaften, für Nahrung für die Menschen und für die Nahrung für die Nutztiere, Kühe, Schweine, Hühner, Schafe und so weiter und dessen Haltungsfläche und natürlich Bauland als Wohnfläche für die vielen Menschen. Dadurch reduzieren sich die waldlebenden Tiere weltweit und nicht nur die aus den Wäldern. McMonigal beschreibt es so: Wenn wir in unserem Garten einen Singvogel hören, so liegt die Chance bei 1 zu 10. So liegt die Chance im Jahre 2075 bei 1 zu 1000. Bis 2050 gelten manche Fischarten als Rarität, wie zum Beispiel Thunfisch, Forelle, Lachs, Kabeljau, Aal und weitere. In den kommenden 5 Jahrzehnten haben sich über 200 neue Spezies von Kakerlaken entwickelt. Sie haben besondere Eigenschaften entwickelt. Einige können hohe Temperaturen bis zu 70 Grad Celsius widerstehen. Andere dieser Insekten können Plastik konsumieren. Diese Insekten wurden großflächig gezüchtet, um als Nahrungsquelle zu dienen. 2035 haben wir von dem Human-Genom-Projekt gesprochen, dass die Gene der Menschen so verändert werden können in Bezug auf Intelligenz, Stärke und Aussehen der Haare und Augenfarbe. Ab 2050 können zukünftige Eltern diese Attribute für ihre Kinder oder ihre Wunschkinder einkaufen. Dadurch ist diese genetische Manipulation nicht nur eine große Chance, sondern auch eine große Gefahr. Das Jahr 2050 sieht ja nicht so gut aus. Reisen wir mal 5 Jahre weiter. 2055 wird der Nachthimmel als Werbeplakat oder als Werbeplattform genutzt. Innovative Multileser und holographische Displays ersetzen die heutigen Neonwerbetafeln, um die Menschen besser zu beeinflussen. Ab 2055 wird das Bargeld und geschriebene Schecks abgeschafft. Alle Geldtransaktionen laufen über Karten mit elektronischem Daumenabdruck, Handys oder Fingerscans ab. Wir sehen, 2055 gibt es schon einen technischen Fortschritt. Nun reisen wir ins Jahr 2060. Ab 2060 gibt es keine öffentlichen Zoos mehr. Diese werden ausschließlich für Züchter, die bis 2100 versuchen, die bedrohten Spezies wieder zu vermehren. Bis 2060 nimmt die Bevölkerungszahl weiterhin zu und das Land wird immer dichter besiedelt. 30% aller amerikanischen Städte werden über 4 Millionen Einwohner haben. Nun gut, reisen wir lieber weiter ins Jahr 2070 und schauen wir uns da weiter um. Bis 2070 wird es 75% weniger Händler geben. Das liegt daran, dass die meisten Manufakturen ihre Kunden über elektronische Wege erreichen. 2070 wird beim Kauf von Schuhen die Füße von zu Hause gescannt, zwecks Größe, Form und Dicke. Diese Daten werden an einem Online-Geschäft gesendet, wo man sich die passenden Schuhe, Farbendesign aussuchen kann. Dieses Modell der Schuhe kann man sich als 3D-Hologramm zu Hause ansehen und dann bestellen, das innerhalb von 24 Stunden geliefert wird nach der Bezahlung. Wie ihr seht, schreitet die Technik immer weiter voran. Jetzt reisen wir ins Jahr 2075. Bis 2075
bietet die NASA Weltraumflüge für die normale Zivilisation an mit einem speziellen Flugzeug, in denen Menschen in den Weltraum befördert werden und wieder zurück zur Erde bringt. Dieses Konzept scheint es schon zu geben, jedoch als geheim eingestuft. Die Forschung und die Weiterentwicklung soll bis 2050 mit der Menschheit geteilt werden. 2075 sind so viele biologische Lebensformen ausgestorben, durch denen technischen Fortschritt und Ausbeutung der Erde, dass der Begriff Biodiversität stark ins Wanken gerät. Um die letzten Lebensformen zu schützen, wird ein Weltgericht für diesen Zweck installiert, welches harte Strafen ausstellt. 2075 sind Großstädte wie Moskau, Kiew, Lissabon, Madrid, Berlin und München mit der Monorail-Systems verbunden. Bis 2075 können Wälder nur noch besichtigt werden, wie in den heutigen Zoos Tiere ausgestellt werden, da die Zerstörung der Natur bis 2075 weiter Fahrt aufgenommen hat. Bis 2075 wird der Schwarzwald in Deutschland nicht mehr existieren. Durch die expandierende Gesellschaft und den Abholzen des Waldes und den abnehmenden Gesundheitszustand des Waldes. Bis 2075 werden Schauspieler nicht mehr performen. Sie werden über Computer nachmodelliert und in Programmen eingesetzt, die aus Drehbüchern automatisch Filme herstellen können. Auch das Zusammenleben der Menschen ändert sich. Es gibt Lebenscenter, in der drei Familien zusammenleben. Sie teilen sich drei separate Wohnkomplexe mit einer Lebenskomplex. In diesem geteilten Raum wird gekocht, gegessen, erzählt und gespielt. Vergleichbar mit den heutigen WG oder den Wohngemeinschaften in Demmin-Hur. Über Demmin-Hur haben wir zwei Videos gemacht. Unter der Playlist Magie das Video Die Stadt der Magier und das Video Demmin-Hur 2 Zeitmaschine. Die Familien unterstützen sich dabei sozial und finanziell. Diese sozialen Strukturen funktionieren besonders gut bei älteren Familien, wo die Kinder schon ausgezogen sind. Bis 2075 wird der Weltraum weiterhin erforscht und es finden weitere Flüge zum Mars statt. Es wurden unterirdische Stationen auf dem Mars gebaut. Auf dem Mars befindet sich genügend Materialien wie Sauerstoff und Wasser. Es gibt mindestens 6 weitere Metalle und ein neues Element im Periodensystem. Es hat sich auch bestätigt, dass es vor Millionen Jahren schon einmal humanoides Leben auf dem Mars gegeben hat, aber dort ausgestorben ist. Bis 2075 werden wir ein praktisches Verständnis zur Manipulation von Raum und Zeit haben. Wir werden verstehen, dass Zeit nicht linear ist und den Modalitäten besteht aus universellen Konstrukturen, die wir bis dato ignoriert haben. Das ermöglicht es uns, nahezu zeitverlustfrei zu reisen, selbst über große Entfernungen. Es wurden Gesetze zu diesen spontanen Reisen auferlegt, die bis 2100 wieder wegfallen. Zwischen 2075 und 2077 wird es zum ersten Kontakt mit außerirdischen Lebensformen kommen. Vermutlich ist das Ergebnis durch den Durchbruch der Zeitmanipulation. Die Veranlassung der Kontaktaufnahme ging von den Außerirdischen aus und nicht von uns. Wir finden heraus, dass die Außerirdischen von einem anderen Raum und einer anderen Zeit sind. Sie werden uns nichts geben. Keine Technik, auch keine Hilfe. Nur die endgültige Gewissheit, dass wir nicht alleine sind und wir uns auf einem guten Weg befinden. Ich muss sagen, das Jahr 2075 und 77 sagt mir besonders zu. Reisen wir weiter ins Jahr 2080.
Bis 2080 können wir Stationen auf den Mars nutzen, um genauso viel nukleare Energie zu erzeugen wie auf der Erde im Jahr 1998. Diese Energie wird mittels einer Beamtechnik auf die Erde weitergeleitet und von hier mit unseren Kraftwerken zur Beheizung im Winter genutzt. Reisen wir nun 20 Jahre weiter ins Jahr 2100. Bis 2100 leben auch junge Familien mit Kindern in Lebenszentren, wo sich mehrere Familien in einem Wohnkomplex teilen. Bis 2100 wird das Konsumverhalten der Gesellschaft stark verändert werden. Ein zurückhaltender, spontanischen, anmutenden Lebensstil wird von der Gesellschaft honoriert. Dazu gehört, auf wenig Quadratmetern zu leben, mit nur absolut notwendigen Möbeln und einem kleinen Kühlschrank. Bis zum Ende 2100 wird es eine globale Einheitswährung geben auf der Basis der NWFK, der New World Financial Commission, geschlossen ist. Diese Vereinigung der 10 stärksten Finanzmächte der Welt zusammenzuführen, wird 20 Jahre dauern. Die am meisten davon profitieren, sind Japaner und Chinesen, die diese Vereinigung vorantreiben. Joseph McMonagall ist in seinem Buch noch viel weiter in die Zukunft gereist. Aber wir machen für heute Schluss. Schreibt bitte unten in die Kommentare, was ihr davon haltet, und bedenkt, dass das Buch 1998 geschrieben wurde. Bis nächste Woche Freitag um 10 Uhr. Seid gespannt und bleibt dabei.